Hello again und schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei GCN Racing mit den Tour de France Highlights. Gestern ging es zum Col du Tourmalet und Thibaut Pinot machte den perfekten Tag für die Franzosen klar. Er holte sich den Etappensieg und Julian Alaphilippe kämpfte bis zum letzten Meter, ließ sich nicht abschütteln und verteidigte sein gelbes Trikot mit Bravour. Er hat jetzt in der Gesamtwertung 2 Minuten und 2 Sekunden Vorsprung auf Geraint Thomas und auf Platz 3 liegt nach der gestrigen Etappe Steven Kruiswijk mit 2 Minuten 14. Also für die Franzosen immer noch alles in trockenen Tüchern. Aber der Ritt auf der Laktatwelle, er geht weiter heute mit Etappe Nummer 15, Teil 3 in der Pyrenäen-Trilogie. Es geht von Limoux nach vor zum Prat d'Albi, das Ganze über 185 Kilometer mit über 5000 Höhenmeter. Ein wirklich hartes Stück Arbeit für alle Rennfahrer und insgesamt gleich 3 Anstiege der ersten Kategorie. Es gibt den Port de l'Air, dann die Mur de Peguer mit über 18% Steigungen und am Ende die Prat d'Albi als Zielanstieg. Also eine weitere Bergankunft bei dieser Tour de France und es ging von Anfang an wieder voll zur Sache. Alle wollten in die erste Gruppe, in die Gruppe des Tages. Dementsprechend hoch also das Tempo und wir haben es gesehen, Feld super langgezogen und es dauerte eine ganze Weile, bis diese Gruppe stand. Knapp 25 Fahrer setzten sich dann ab. Mit dabei Namen wie Nairo Quintana, der gestern Zeit verloren hatte, oder auch Romain Bardet, Simon Yates, den Sieger der 12. Etappe, sahen wir in dieser Gruppe und auch 3 Deutsche mit Lennart Kemner, Simon Geschke und auch Nils Polit. Von hinten kam dann irgendwann noch Michael Matthews, der wollte noch ein paar Punkte abbekommen bei der Sprintwertung und das klappte dann auch. Er konnte sich hier die 20 Punkte sichern. Nils Polit wird noch Zweiter und das Hauptfeld mit allen Favoriten lag zu diesem Zeitpunkt schon knapp 2 Minuten zurück. Dort ließ man dann das Team von De Koning Quickstep arbeiten. Man wollte also Julian Alaphilippe auch ein bisschen herausfordern. Und ganz vorne an der Spitze, da ging es dann in Richtung des ersten Berges der ersten Kategorie. Und Simon Yates war es, der attackierte. Er wollte die Gruppe ein bisschen auseinandernehmen. Hinten sah man sogar Fahrer wie Elia Viviani in der Nachführarbeit. Das gibt es auch nicht allzu oft. Und einer, der dann aber zurückfiel vom Team De Koning Quickstep, das war Enric Maas. Der Mann, der hier auf seiner ersten Tour so überzeugte, kann heute nicht mehr mitgehen. Die große Spitzengruppe, die sich auf dem Weg zum Port de l'Air etwas geteilt hatte, kam dann teilweise wieder mit zusammen. Wir sehen es hier vorne, Romain Bardet, der nochmal aufgrund der Bergwertung einen kleinen Vorsprung herausgefahren hatte, holt sich die Punkte vor Simon Geschke. Und dann ging es auch schon in die Abfahrt und zwar in Richtung der Mur de Peguer, die mit über 18% steilen Rampen auf die Fahrer wartete. Tja, und nicht mehr warten, das wollte Simon Geschke. Simoni, der Berliner, der setzte sich noch einmal ab aus der Spitzengruppe und hinten setzte sich Mikel Landa ab. Er fuhr den Favoriten ein bisschen davon und wollte noch einmal nach vorne fahren. Hier sehen wir auch, dass Simon Yates nicht mehr warten wollte. Er versuchte, zu Geschke aufzuschließen und oben an der Bergwertung der Mur de Peguer war Geschke dann vorne und Simon Yates an seinem Hinterrad. Also zweimal Simon ganz vorne und von hinten, da kommt der Mikel zusammen mit Amador und Soyer. Seine beiden Teamkollegen hatten auf ihn gewartet und hier sehen wir den Mann in Gelb, Julian Alaphilippe. Er war inzwischen isoliert und hatte keine weiteren Helfer. Landa holte dann die Spitzengruppe oder die ehemalige Spitzengruppe ein. Geschke und Yates lagen immer noch davor und Yates attackierte dann am steilsten Stück des Schlussanstieges und setzte sich allein an die Spitze. Er hatte noch richtig Druck in den Beinen und wollte seinen zweiten Etappensieg bei dieser Tour herausfahren. Allerdings war es noch ein Stück und er wurde gejagt von Mikel Landa und der hatte noch immer Lennart Kemner am Hinterrad. So, in der Gruppe der Favoriten, da war es wieder mal Gaudu, der das Tempo machte für Pinot und hinten kommen die ersten in Bedrängnis. Der französische Meister Warren Barguil hat schon die ersten Probleme und auch Simon Geschke wurde dann von Landa eingeholt. Was macht Pinot? Er attackiert die Favoriten und kann eine Lücke reißen. Er geht hier aus dem Sattel und beschleunigt noch einmal so ähnlich wie gestern. Und wer kann mitfahren? Nur die wenigsten. Geraint Thomas ist abgehangen und die einzigen, die dabei bleiben können, sind Buchmann, der Mann in Gelb und auch Egan Bernal. So, jetzt kommt der Mann in Gelb. Jetzt kommt Julian Alaphilippe in Bedrängnis. Simon Geschke ist hier noch mit dabei. Und dann sehen wir Buchmann, Thibaut Pinot und Egan Bernal in der Spitzengruppe. Kemner kann sich da auch noch festbeißen und dann gibt Pinot nochmal einen besser und versucht auch noch Bernal abzuhängen. Der kämpft natürlich wie ein Stier und kann die Lücke aber nicht mehr so richtig schließen. Und hinten kämpft der nächste Franzose, das ist Julian Alaphilippe. Der kriegt natürlich keine Unterstützung von den beiden Ineos-Jungs. Wout Poels ist hier noch mit dabei und auch Kruiswijk, denn da vorne fährt dieser Mann. Das ist Egan Bernal und er will natürlich in der Gesamtwertung Boden gut machen. Buchmann versuchte sich noch einmal ranzukämpfen und auch Geraint Thomas ging dann nochmal in die Attacke. Und dann war Julian Alaphilippe nicht abgehangen, nicht distanziert, aber er bekommt Sekunden. Das erste Mal in dieser Tour de France hat er Probleme. Thibaut Pinot gibt weiterhin Gas, Landa an seinem Hinterrad. Sie sind schon auf den letzten 1000 Metern, aber ganz vorne, da gewinnt Simon Yates seine zweite Tour de France Etappe in diesem Jahr. Und damit darf der Brite ein weiteres Mal jubeln.
Dann, wenig später, kommen schon diese beiden hier ins Ziel. Wir sehen es, nur knapp 32 Sekunden. Hinter den Briten kommen Pinot und Landa über die Ziellinie. Buchmann wird einmal mehr Vierter. Er kommt hier gemeinsam mit Bernal ins Ziel. Und dann tickten die Sekunden für Geraint Thomas, für Kruiswijk und für den Weltmeister Valverde, der sich hier noch festbeißen konnte. Dann kommt Julian Alaphilippe. Er musste noch mehr kämpfen. Sein Rückstand auf den Tagessieger 1 Minute und 48 Sekunden. Und damit verliert er Zeit, aber nicht so viel, dass sein Trikot weg ist. Hier sehen wir nochmal den Etappensieger. Simon Yates fuhr ein wirklich starkes Rennen. Taktisch alles richtig gemacht. Pinot wird Zweiter, Landa Dritter, Buchmann Vierter. Dann Bernal, dann kommt Lennart Kemner. Das können wir nicht oft genug erwähnen. Und so sieht es wohl aus, wenn man sich im gelben Trikot selber richtig schön verprügelt. Da hat wirklich jeder Tritt wehgetan. Aber er hat das Trikot behalten und wir sehen es hier immer noch 1 Minute 35 auf Geraint Thomas, der auch Zeit verliert. Kruiswijk jetzt bis 1,47, Pinot 1,50, Bernal 2,02 und Buchmann 2,14, dann schon Landa mit 4,54 und das bedeutet, die ersten 6 der Gesamtwertung haben quasi alle noch Chancen auf das Podium. Es bleibt also super spannend. Morgen gibt es erst einmal den Ruhetag und dann geht es in Nîmes weiter mit der vorletzten Chance für die Sprinter, wenn man das so möchte. Es ist eine relativ flache Etappe über 177 Kilometer und die letzte Sprinter-Etappe gibt es dann natürlich noch einmal in Paris. Es bleibt also unfassbar spannend bei dieser Tour de France. Das war heute eine Etappe, die konnte sich wirklich sehen lassen. Bleibt also dran, holt morgen nochmal Luft. Wir kochen uns jetzt erstmal einen kleinen Tee mit Kräutern zur Erholung und dann machen wir am Dienstag wieder weiter mit der letzten Woche der Tour de France hier bei GCN Racing.